Bursche! Wunderschön! Freunde, Freunde, danke für diese Ovation. Ich müsste jetzt eigentlich gerührt sein, aber das ist mein Alltag. Deshalb sage ich kurz, lache und die Welt wird mit dir lachen. Schnarche und du schläfst allein. So, Freunde. Kinder, das sind heutzutage, ich sage es aller Deutlichkeit, die groben Feinheiten des Lebens. Und das ist so der rote Faden, der auch so durch den heutigen Abend gehen soll. Die groben Feinheiten. Ich persönlich bin im Moment nicht so gut drauf, würde ich mal sagen. Ich bin so in einer Phase, ein bisschen unruhig, bin in der, wie sagt man, in der Fledermausphase. Also nachts flatter ich durch die Gegend, am Tag hänge ich lustlos rum. Kennst du das? Ja. Das ist, und deshalb muss man natürlich gerade in so einer Zeit, wo man nicht so gut drauf ist, viel für die Gesundheit tun. Ich mache auch jeden Morgen jetzt, also am offenen Fenster 10 Klimmzüge. Nein, ich werde auch jetzt wesentlich empfindlicher als früher, nicht? Heute Morgen habe ich mir jetzt eine Zerrung zugezogen, ich habe eine Bifi aufreißen wollen, weißt du? Und ich kriege ja schon, echt, ich bin richtig, richtig empfindlich geworden, nicht? Nicht? Ich kriege schon eine Lungenentzündung, wenn ich den Kühlschrank aufmache. Also ja, Männer, und da sollten wir Männer, gerade wir, sollten uns Gedanken machen, wenn es so anfängt, wenn man so anfängt, sich die Haare so über die Glatze zu kämmen, die Rückenhaare, weißt du, und dann werden wir natürlich unserem Auto immer etwas ähnlicher, nicht? Der Lack ist ab, man hat einen nachträglich eingebauten Airbag, nicht? Und man ist ständig vollgetankt. Also das ist natürlich, und wir, ja, Freunde, wir merken, nicht? Und daran merken wir Männer, wir werden immer älter. Und mit dem Älterwerden, wenn so der Zahn der Zeit nacht, da wird man auch so ein bisschen komisch. Habt ihr das auch schon beobachtet? Also ich habe mich neulich stundenlang mit meinem Anrufbeantworter unterhalten. Also das ist, ich merke, dass ich komisch werde. Auf jeder Beerdigung bin ich beleidigt, weil sich alles nur um die Leiche dreht. Weißt du, und also ich habe neulich, Kinder, ja. Neulich habe ich bei Edeka vom Regal gestanden, habe vergeblich versucht, den Fruchtzwergen da das Sprechen beizubringen, nicht? Und man wird komisch. Gestern habe ich einen Fax losgeschickt, eine Briefmarke draufgeklebt. Also man wird, nicht? Das sind alles so Dinge, nicht? Da, ja. Aber eins kann man mir nicht sagen, du, dass man sich auf mich nicht verlassen kann. Ich bin ja nach wie vor, nach mir kannst du sowas von zuverlässig, du, nach mir kannst du nachts die Sonnenuhr stellen. Also ich, aber... Wie gesagt, Freunde, man wird in dem Alter auch manchmal so als Mann ein bisschen nachdenklich. Man kommt ins Grübeln, nicht, wenn es so auf Mitternacht zugeht, nicht? Und die eigene Frau ist noch immer nicht von ihrer mittäglichen Reitstunde zurück. Also dann, es ist ja, ja, denken müsst ihr alleine, da kann ich euch nicht helfen heute Abend. Aber Freunde, ich kann es nur sagen, es ist schön, wenn man die Frau fürs Leben gefunden hat. Aber es ist auch schön, wenn man ein paar andere... kennt, nicht? Ist es nicht so, Freunde? Aber... Freunde, aber... Wie soll ich das kurz formulieren? Auch das werden wir Männer überleben, nicht? Mein kleiner Schnitt, Freunde, war das ein harter Winter? Meine Güte. Der Schnee lag im Januar so hoch, du. Ich habe deinen Hund mit einem Metalldetektor beobachtet, der suchte vergeblich einen Hydranten, nicht? Also ehrlich, du, das war so kalt, du, bei uns in der Gegend, du, da ist ein Selbstmörder auf den Eisenbahngleisen erfroren, weil kein Zug kam. Also ehrlich, ich bin ja, Freunde, wie gesagt, es war ein wirklich harter Winter. Aber wie gesagt, jetzt ist es ja mittlerweile ein bisschen angenehmer geworden, Freunde. Ich bin heute auch, wie gesagt, wie soll ich sagen, recht gut angekommen, bisschen über Dörfer gefahren. Nicht? Über viel Gegend gesehen. Ich habe ja so einen neuen Hobel, so eine Blechschleuder, weißt du, so ein, wie sagt man, so ein Seniorenauto. Mercedes Senil. Kennt ihr? Schönes Fahrzeug, hat keinen toten Winkel. Ja, anstelle des Airbags hat es die Kraft der zwei Herzen. Also das ist ja. Ich habe ja auch kein Tachometer, brauche ich nicht. Nicht? Nein, bei 30 klappern die Scheibenwischer, nicht? Bei 60 die Türen und Fenster, bei 90 das Getriebe und bei 120 die Zähne meiner Frau. Also was brauche ich? Aber ich bin ja nur auch einer, der im Leben steht und natürlich auch viel, viel Energie spart. Gerade beim Autofahren. Ich verzichte beim Überholen schon mal auf das Blinken, weißt du. Und
Da war das natürlich gleich passiert, nicht? Gleich war die da, nicht? War ja kein Raubüberfall, kein Mord, die Polizei war gleich da, weißt du? Mit Blaulicht, Peterwagen, nicht? Ich sag, Herr Wachmeister, beim Bittermann einen falschen Fehler machen dürfen. Sagt er, Sie haben aber eine Fahne. Haben Sie Alkohol getrunken? Ich sag, Herr Wachmeister, schreiben Sie 10 Bier. Champagner können Sie sowieso nicht schreiben. Sagt, aber Sie wissen doch, bei Alkohol, Hände weg vom Steuer. Ich sag, wieso, soll ich frei nicht fahren oder was? Ich musste pusten. Ja, diesen Nippel, du. Ja, sagt er, das sieht nicht gut aus, Sie haben ja doch was getrunken. Ich sage, natürlich, 2 Tassen Kamillentee. Sagt er, so, dann haben Sie 1,8 Kamille. Es ist ja... Wenn du das Protokoll auf und sagt, wann sind Sie geboren? Ja, ich sage, Herr Wachmeister, das muss in den 50er Jahren gewesen sein, als meine Mutter noch lebte. Der sagt, hier unterschreiben Sie das Protokoll. Ich sage, das kann ich nicht, Herr Wachmeister, ich bin Analphabet. So, das ist mir scheißegal, Ihre Religion steht hier nicht zur Debatte. Ne? Und deshalb, Freunde, deshalb sagt man ja auch immer so schön, wie heißt es immer so schön, dumm geboren, nichts dazugelernt, die Hälfte vergessen. Nicht, aber wie gesagt, es ging noch relativ gut ab alles. Ich bin dann schön weitergefahren durch die Gegend, du, und am Straßenrand, da war wieder Stimmung, du. Da waren so 2 Typen am Arbeiten mit der Schaufel, 2 Hirnis. Kennt ihr diese so braun gebrannte Armleuchter, weißt du? So, der eine schaufelte immer ein Loch, du, und der andere schaufelte das immer gleich wieder zu. So, ich halt an, kurbel mein Fenster runter und sag, ich glaube, mich Streifenbus, hab ihr ein Ei auf dem Dach oder was? Was soll denn der Blödsinn? Ja, wissen Sie, wir sind sonst zu dritt. Aber der Kollege, nicht der sonst immer die Bäume einsetzt, der ist heute krank. Ja. Und ihr gebt mir recht, bei solchen Dingen, wenn man die erlebt, da muss man immer erstmal ruhig durchticken, du. Du, im nächsten Dorf war auch schön, nicht? Ich bin da richtig so vorgefahren bei so einer Kneipe, du, da sitzen da 10 Typen auf dem Dach. Ich sag, was macht ihr denn da oben? Ja, der Wirt hat gesagt, die nächste Runde geht aufs Haus. Also ehrlich, und... Da ist los. Schöne Kneipe. Von innen rief einer, Herr Ober, von diesem dreckigen Tisch esse ich nicht. Ich sag, beruhigen Sie sich bitte, Sie kriegen doch einen Teller. Nee? Da kam einer an den Tisch, setzt sich an den Tresen und sagt, ich hätte gern etwas ganz Scharfes, eiskalt und bitter muss es sein. Sagt der Wirt, einen Moment, ich hole ihm mal meine Frau. Nee? Da kommt da. Da war los. Da kam Lilliputaner rein mit dem Frosch auf dem Kopf. Da sagt der Wirt, um Gottes Willen, was hast du denn gemacht? Sagt der Frosch, ich habe mir da was reingetreten. Also ehrlich. Da war Stimmung. Und in der Ecke, du, da saß ein Pärchen, du, und die waren gar nicht gut in Stimmung. Sagt sie zu ihm, du, ich mach dir das gar nicht erzählen, aber mein Vater ist pleite, du. Der hat Konkurs angemeldet. Sagt er, das habe ich gewusst, dass er uns auseinanderbringt, du. Da geht einer ans Telefon, ruft beim ADAC an und sagt, Sie müssen mir helfen, ich habe Ärger mit meinem Auto. Sagt er, was ist denn los? Ich habe Wasser im Vergaser. Sagt er, wir kommen sofort, wo stehen Sie? Sagt er, im Dorfteich. Also ehrlich, da kann man, aber, Freunde. Da war Stimmung. Da war los in die Kneipe. Das sind die, da, schöner, aber schöner Laden. Kann man die auch Diät essen. Die Preise sind natürlich gesalzen. Und hinten in den gekachelten Räumlichkeiten, also kein Klopapier. Die haben da Luftschlangen hängen. Ich meine, ist natürlich sehr sparsam. Aber man muss natürlich eine verdammt ruhige Hand haben. Und Aber da war schon irgendwie ein komischer Laden. Du, neben mir saß plötzlich so ein, wie soll ich sagen, so ein Punker. Kennt ihr Punker? Mit so einem bunten Irokesenschnitt. Du. Der guckt mich an, ich guck ihn an. Sagt er, na, Alter, hast in deiner Jugend noch nie was Verrücktes gemacht? Ich sag, schon, kurz nach meiner Pubertät.
Da habe ich mal einen V vernascht. Jetzt überlege ich mir, ob du mein Sohn bist. Also es ist... Ne? Es ist... Etwas weiter hinten, du. Etwas weiter hinten, da saßen drei Brauereivertreter. Du, also so ein Bittvertreter, der tankt natürlich sein Bitt, nicht? So ein Weltdienstvertreter, der tankt natürlich sein Weltdienst, nicht? Und einer von der Königsbrauerei, nicht? Der trank Mineralwasser. Sagt der eine, warum trinkst du denn Mineralwasser? Ja, wenn ihr kein Bier trinkt, trinke ich auch kein Bier. Da waren auch so Kleinigkeiten. Weißt du? Da sagt einer zu seinen Nachbarn so, sag mal, schreit deine Frau auch immer, wenn sie kommt. Nee, meine hat einen Haustürschlüssel. Also ehrlich, da kann, ne? Du, und da kam ja plötzlich eine Blondine rein, du. Aber bei dem Anblick, du, da flutet mir aber sofort die Ventile, du. Du, aber du, ich hab zu mir gesagt, Junge, bleib ganz ruhig. Sonst kriegen deine Schnürsenkel eine Erektion, habe ich zu mir gesagt. Das war aber, du, eine Mega-Mami, du. Du, mit so einem, die hat einen Fummel an, du, so ein rosa-rotes Zirkuszelt. Also, sowas würde man nicht mal der Milka-Crew zum Rosenmontag anziehen, weißt du, was das ist. Du, und ein Dekolleté für 12 Personen, weißt du, so. Ja, die hatte Holz vor der Hütte, du, für 4 harte Winter, du. Ja, lach nicht, du. Breites, sensibles Gesäß, also lach nicht, du. Das war kein Hintern, das war ein Doppelwopper, du. Ja, du. Ich hab mich gewundert, wie die mit der Figur überhaupt Balance halten konnte, nicht? Da hab ich gesagt, alter Mensch, lass es, du. Wenn du mit der abends um 8 ins Bett gehst, bist du um 12 noch gar nicht überall gewesen, du. Dieser Ausdruck macht einen Eindruck wie so eine eingelegte Gurke, weißt du, so was von traurig, als hätte sie den Termin beim Klerasilberater verpasst, weißt du, das ist ja. Ich sag, Fräuleinchen, kann es sein, dass ich sie neulich in der Geisterbahn gesehen habe? Ich sag, darf ich mich kurz vorstellen? Mein Name ist Fips Asmussen. Ich sag, manchmal benutze ich aber auch ein Pseudonym. Sagt sie, das brauchen Sie bei mir nicht, ich nehme die Pille. So, ich hab schön mit ihr geplaudert, sagt sie, in meinen Adern fließt ja italienisches, irisches und spanisches Blut. Ich sag, da muss ihre Mutter ja eine Menge Spaß gehabt haben. Ich sag, sind Sie verheiratet? Ja, immer, immer. Und treu auch immer, zwischen zwei Seitensprüngen, sagt sie. Ich sag, und ihr Mann, der ist bei der Polizei. Und, gefällt es ihm? Weiß ich nicht, er ist heute Nachmittag erst abgeholt worden, sagt sie. Ich sag, kann ich Sie denn mal anrufen? Sagt sie, aber gern. Ich sag, und Ihre Nummer steht im Telefonbuch. Und Ihr Name, der steht daneben. Und ja, aber deshalb gehe ich so gerne in diese ländlichen Kneipen, Freunde. Da passieren die Sachen. Der Ober bringt meinen Kaffee, ne? Stellt ihn hin, guckt und sagt, sieht nach Regen aus. Ich sag, aber schmecken tut er ganz gut. Ne? Und, ja. Ich sag zum Wirt, wie alt ist denn Ihr Papagei da hinten? Sagt er wohl, keine Ahnung, aber er spricht häufig vom 30-jährigen Krieg. Da sagt ein Bauer zu seiner Frau, du Alte, wenn du Eier legen könntest, dann könnten wir die Hühner abschaffen. Wenn du Milch geben könntest, dann könnten wir die Kühe auch abschaffen. Sagt sie, und wenn du abends nicht immer so müde wirst, dann können wir den Knecht auch entlassen. Ja, ja. So, in der Ecke, du, da unterhielten sich zwei Emanzen. Sagt die eine, warum kriegen Männer keinen Rinderwahnsinn? Die andere, weil sie alle Schweine sind. Da war Stimmung an dem Tisch. Oh, da ruft der Wirt von hinten, Fritz, euer Babysitter ist am Telefon. Er will wissen, ob man der Feuerwehr Trinkgeld gibt. Ich sag zum Wirt, du, das heiße Wasser, das du beim Kaffee trinken so übrig behältst, was machst du eigentlich damit? Oder das friere ich ein, heißes Wasser, kann man immer mal gebrauchen. So, der Wirt war aber auch ein Typ, du, der hat also die Ausstrahlung einer nassen Socke, also ein Wahnsinniger. Ich sag, kennst du den Unterschied zwischen Naturdünger und Kunstdünger? Sagt er, nee, ist reine Geschmackssache. Also, das ist, ja.
Sagt er, ist das nicht schlimm heutzutage mit dieser Umweltverschmutzung? Oh, 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 sagt er, gestern habe ich eine Dose Sardinen aufgemacht. Nichts als Öl und tote Fische, sagt er. Nicht. Ich sage, hast du gehört? Hast du das eigentlich gehört, du? In 30 Jahren soll es kein Wasser mehr geben. So, das ist mir scheißegal. Ich trinke weiter das Zeug, das aus dem Hahn kommt, du. Das ist so. Ne? Sagt er, du, ich habe mal eine ganz andere Frage. Wie viel Prozent aller deutschen Frauen haben rote Haare? Ich sage, keine Ahnung, in der Regel alle. Pass mal auf. Und da sagt er... Naja, ich sage, ein Schwein hätte jetzt gegrunzt. Was? Ich sage, Alter, ist dein Friseur krank oder warum erzählst du mir den ganzen Scheiß hier? Ne? Ich sage, du gehst mir langsam wirklich ein bisschen auf die Schuppen, sag ich, Alter. Weißt du eigentlich, dass man der Mensch nur ein Drittel seines Gehirns zum Denken gebraucht? Sagt er, wozu braucht man das andere Drittel denn? Sagt er, gut, sagt er, gut. Gut, sagt er, ich habe keine Ahnung, aber davon eine ganze Menge, du. Und mein Sohn, der ist jetzt auf der Universität, du. Du, ich sag, was studiert er denn? Sagt er, der studiert nicht, der deckt das Dach. Mein Sohn, du, den hat der liebe Gott aber reich beschenkt, der hat nur eine Gehirnhälfte, du. Du, wenn ich den als Beifahrer mitnehme, dann darf ich auf dem Behindertenparkplatz, du. Der kriegt... Der kriegt immer leuchtende Augen, wenn man die Taschenlampe ans Ohr hält, du, das ist er. Ja. Mein Sohn, du, der isst auch nie Bananen, weil er den Reißverschluss nicht findet. Also der, ich sag, nicht? Die Kinder von heute sind die Flurscharen von morgen, sag ich, nicht? Und in der Kneipe war ja echt was los, nicht? Da war ja, dann Gast bestellt sich bei der Kellnerin einmal Hausmacher Sülze mit Bratkartoffeln und ein paar nette Worte von Ihnen, schönes Kind. Na, das Essen kommt, da sagt, na? Wo bleiben die schönen Worte? Sagt sie, essen Sie das lieber nicht. Hey, in der Kneipe, du, da sagt der eine zu seinem Nachbar, du, das Problem im Fernsehen ist ja Sex und Gewalttätigkeit, nicht? Und immer wenn ich im Fernsehen Sex sehen will, du, wird meine Frau gewalttätig, sagt er, nicht? Nicht? Sagt der eine, du, ich habe jetzt in jahrelang in Australien nach Öl gebohrt, du, nichts. Da sagt der andere, du, ich habe 5 Jahre in Mecklenburg-Vorpommern gebohrt, du, heute bin ich ein gemachter Mann. Sie sind aber ein Glückspilz. Na, einer sagt, ich bin Zahnarzt. Was ist los? Hä? Da sagt der Chefkoch zu seiner Kellnerin, sagen Sie, warum haben Sie eigentlich Spinat auf die Speisekarte geschrieben? Ach, sagt sie, Sie haben doch gesagt, ich soll Spinat mit Ei schreiben. Ne? Da sitzt ein Ehepaar mit dem Sohn in der Ecke, du. Und der Kleine sagt plötzlich, Mami, der Onkel isst seine Suppe jetzt mit der Kabel. Sei ruhig. Mami, jetzt trinkt er aus der Blumenvase. Sei endlich ruhig. Mami, jetzt isst er seine Bierdeckel. Sei ruhig oder gib ihm seine Brille zurück. Ja. Ein Ostfriesen Japaner, du, die sitzen da in der Ecke beim Skat, du. Plötzlich piept es, der Japaner hält seine Uhr ans Ohr und plaudert drauf los. Sagt er, ja, wir sind ganz modern, wir haben unser Telefon in der Uhr. Nee? Der Ostfriese lässt plötzlich einen fahren. Sagt er, was ist denn das? Ja, ich kriege einen Fax. Ich sag, was machst du eigentlich zur Zeit so? Ich sag zu meinem Nachbarn, was machst du eigentlich so zur Zeit so? Sagt er, ich mach jetzt Musik, du. Ich sag, und wie? Sagt er, im Quartett. Ich sag, wie viel seid ihr denn? 3. Ich sag, und wer? Sagt er, mein Bruder und ich. Ich sag, du hast einen Bruder. Er sagt, nö. Also, sagt er zu mir, möchtest du ein alkoholfreies Bier? Ich sag, nö, du, ich trinke kein alkoholfreies Bier, weil ich gerne besoffen bin. Sagt er immer, nein, aber immer öfter. Du, sagt er eines zum Nachbarn, du, mein Sohn, der ist ja jetzt ja so Gehirnchirurg, nicht? Der hat sich jetzt in Hamburg Blankenese, du, aber eine Luxusvilla für 2 Millionen hingestellt. Sagt er, was macht dein Sohn eigentlich? Der wollte doch industrieller werden. Sagt er, der ist homosexuell. Um Gottes Willen. Sagt er, nö, so schlimm ist das gar nicht, du. Der ist ja mit einem zusammengezogen, der hat sich in Hamburg Blankenese eine Villa für 2 Millionen gekauft. Da setzen sich 3 Pfarrer ganz hinten in die Ecke, du. So, und da sagt der Evangelische, das Leben beginnt mit der Erschaffung des Menschen. Sagt der Katholische, das Leben beginnt mit der Zeugung.
sagt der Jüdische, das Leben beginnt, wenn der Hund begraben ist und die Kinder aus dem Haus sind. Da war was los in der Kneipe. Da sagt die eine zu ihrer Freundin, du, mein Verlobter, der hat mir jetzt ein Buch geschenkt, aber weiß ja ganz genau, dass ich nicht lesen kann. Du. Sagt die eine, meiner hat mir jetzt einen Deo-Roller geschenkt, aber habe ich gar keinen Führerschein. Da war was los in der Kneipe, du. Nee, da steht plötzlich so ein Typ vor mir und sagt, Mensch, Paul, wie hast du dich verändert? Mensch, früher warst du doch viel eleganter, viel größer, viel schlanker. Ich sag, Moment mal, mein Name ist Asmussen. Fips Asmussen. Sagt der Paul, heißt du auch nicht mehr? Nee, da war jede Schicht von Mensch vorhanden, du. So, am Tresen, da las einer seine Zeitung und sagt zu mir, meine Güte, haben Sie das gelesen hier? Niere vom Gorilla verpflanzt. Sagt er, ich würde mich ja nie von einem Affen operieren lassen, sagt er. Sagt er, wissen Sie eigentlich, wer der ideale Organspender ist? Ich sage, nee, das ist der jugendliche Mopedfahrer ohne Sturzhelm. Danke, das genügt. So, haben Sie das gelesen? Über einem ostfriesischen Friedhof ist ein Segelflugzeug abgestürzt. Bis zum Abend wurden 235 Leichen geborgen. Das war auch ein Typ, du. Das war so ein geistiger Tiefseetaucher, so ein Trockenbrotlutscher. Also, ich sag, was machen Sie eigentlich beruflich? Sagt er, ich bin Gepäckträger im Hauptbahnhof. Ich sag, und, wie laufen die Geschäfte? Oh, schleppend, sagt er, schleppend. Aber sagt er, junger Mann, Sie sollten häufig mal Zeitung lesen. Du, haben Sie das hier gelesen? Harald Junke macht den Führerschein. Also, das... Nee? Oder hier, hat er gesagt, hier, gucken Sie mal, wer das Geld von Steffi Graf findet, kann es behalten. Also, was man also in der Zeitung liest. Sagt er, wissen Sie eigentlich, woher das Wort Mode kommt? Das ist eine Abkürzung. Männer opfern die Ersparnisse. Und, ja, mein Nachbar auf der anderen Seite sagt plötzlich, Minis, sagt er, Minis sind ja wieder groß in Mode. Ich sage, hat Ihre Frau einen? Nein, aber mein Freund, sagt er. Sagt er, ich bin ja ganz ehrlich, ich bin ja auf einem total anderen Trip, nicht? Da brauchst du dich gar nicht zu wundern, schlagen Sie mal die Bibel auf, steht da drin, du sollst deinen Nächsten lieben, nicht? Ja, das steht da drin. Ah, ich sage, es gibt aber sehr schöne Frauen. Ach, sagt er, Frauen sind wie Zigaretten. Anfangs ziehen sie gut, später sammeln sie alles Gift im Mundstück, sagt er, nicht? Ach, sagt er, nein, Frauen, mit Frauen soll man auch nicht schlafen. Ach, da kann man unheilbar krank werden. Ich sage, das kann doch nicht sein, sagt er, natürlich nicht, aber man soll es überall rum erzählen. Gestern habe ich ja meinen Freund vor einer Vergewaltigung gerettet. Ich sage, und wie? Ich habe ihn überredet, mitzumachen. Sagte, mein Freund hat eine eklige Angewohnheit, der kaut immer an den Nägeln. Ich sage, das machen andere auch, ja, aber nicht an den Fußnägeln. Sagte, das ist ekelhaft. Sagte, mein Freund, der steht hier mit beiden Beinen auf der Erde. Ich sage, so, wie zieht er sich denn seine Hosen an? Und sein Hobby, sagt er, sein Hobby ist ja Fotografieren. Oh, fürchterlich, ewig fotografiert, besser bin ich bei ihm ausgezogen. Ich sage, und wie hat er das aufgenommen? Sagt er, mit Blende 8 und Blitzen. Ich sage, wie lange waren Sie denn mit ihm zusammen? Sagt er, eine Woche. Ich sage, naja, dann hat er nicht lange gelitten. Nicht? Und aber, Freunde, und der andere las immer noch einer seine Zeitung. Sagt er, hier, haben Sie das gelesen? Keine Tierpornos im Fernsehen. Ist gar nicht wahr. Ich habe neulich in der ARD gesehen, wie dann ein Schwein einen Frosch vergewaltigt hat in der Muppet-Show. Sagt er, ich habe jetzt einen neuen Fernseher. Sagt er, ich habe jetzt einen neuen Fernseher. Ja, 40x70. Also ich habe Bildschirmgröße. Nein, raten, sagt er nicht. Ah, sagt er, ich finde das Fernsehen, sagt er ja manchmal zum Glotzen. Nicht Fernsehen, sagt er. Ach, sagt er, diese verfilmte Groschenroman für Analphabetiker, diese Lindenstraße, sagt er, schlimm. Nicht? Und dann diese Golden Girls, die Kogident-Komödie, sagt er, schlimm. Ganz schlimm. Oder Kelly-Familie, die Altkleidersammlung da. Oder die Sendung, sagt er, mit der blonden Maus. Fürchterlich. Guten Abend, mein Name ist Barbara Ehlichmann, diese mit der blonden Maus. Und einer sagt plötzlich, kennst du den? Ich sage, das schmeckt mir, wenn meiner hier Witze erzählen will. Das merke ich dir.
Ich sag, das nervt mich, du. Ich sag, Alter, wenn der Kuchen redet, haben die Krümel Pause. Also ehrlich, oh, du, da, ja. Sagt er, ich erzähl dir ein paar, du. Du sag mal, der Pornoregisseur zu seinem Hauptdarsteller, heute benutzt du mal ein Kondom. Wir drehen einen Kostümfilm. Ein Porsche-Fahrer sieht in den Rückspiegel, da versucht ein Moped-Fahrer ihn zu überholen. Der drückt aufs Gaspedal, du. 170, 190, 220. Der kurbelt sein Fender und sagt, hey, du Waldheini, hast wohl einen Tiger im Tank, was? Sagt er, nee, die Jacke ist eingeklemmt in ihrer Tür. Hey. Im Park, das ist eine schöne Geschichte, im Park, du. Da sitzen auf einem... Ein Mädchen sitzt auf der Bank im Park, da kommt ein Penner und setzt sich daneben. Rückt immer ein Stück weiter ran, immer weiter ran und sagt plötzlich, na, willst mit mir schlafen? Nein. Willst wirklich nicht mit mir schlafen? Nein. Gut, dann verlass bitte mein Bett. Ja. Im Park, da stehen zwei Statuen, du. Kennt ihr so ein junger Römer, nicht? Und so eine schöne, nackte griechische Göttin. Eine gute Fee erscheint und erfüllt ihnen ihren größten Wunsch. Sie dürfen eine Stunde vom Sockel. Die beiden gleich runter ins Gebüsch. Es wird geraschelt und gekichert. Plötzlich sagt er, du, wir haben noch 5 Minuten Zeit. Sagt sie, gut. Dann hältst du jetzt die Taube fest, ich scheiß drauf. Der hatte Witze drauf, du. Ein Schotte repariert auf dem Dach seine Fernsehantenne, du. Dabei rutscht er aus, stürzt in die Tiefe, als er am Küchenfenster vorbeikommt, sieht er, wie seine Frau Erbsen abzählt und ruft, halt, nur die Hälfte, ich esse im Krankenhaus. Da ist eine Chartermaschine abgestürzt, du. 250 Tote, nur einer hat überlebt. So ein Gorilla, so ein Menschenaffe. Ein Journalist hat den befragt, du. Und sagt, na, wie war das denn nun da im Flugzeug? Was war denn da los? Was haben denn die Passagiere gemacht? Gluck, 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 gluck. Was haben die Stewardessen gemacht? Gluck, 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 gluck. Was hat der Co-Pilot gemacht? Gluck, 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 gluck. Was hat denn der Pilot gemacht? Gluck, 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 gluck. Was hast du gemacht? Brumm, 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 brumm. Drei Leute bewerben sich um einen Job, du. Wollen sich vorstellen, sitzen im Vorzimmer. Der eine davon ist Heino. Der erste kommt wieder raus und sagt, Scheiß, Mensch, kein Führerschein. Der zweite kommt wieder raus und sagt, Scheiß, kein Abitur. Heino kommt wieder raus und sagt, Scheiß, kein Nachname. Und den... Freunde... Das Ehepaar ist pleite. Da zieht sie ihm, gib mir bitte 10 Mark, damit ich uns 2 Filets vom Schlachter holen kann. Nicht? Der zieht seinen Zehner aus der Tasche, hält ihn vor den Spiegel und sagt, was du da im Spiegel siehst, das ist deins. Und was du hier siehst, das ist meins. Trotzdem kommt sie abends nach Hause mit 2 schönen Steaks. Nicht? Sagt er, wie hast du das denn gemacht? Na, sie zieht sich aus, stellt sich vor den Spiegel, nicht? Und sagt, und was du im Spiegel siehst, das ist deins. Und was du hier siehst, das gehört dem Schlachter. Bravo. Zwei Ostfriesen auf einer Safari in Afrika, du. Zur Nacht schlagen sie ihr Zelt auf. Zur Sicherung einen großen Graben um das Zelt herum. Nicht? Und die beiden pennen ein. Nachts wacht der eine auf, vermisst seinen Kumpel, guckt aufs Zelt. Und da sieht er, wie sein Kumpel immer um den Graben drumherum läuft. Hinter ihm Löwe, du. Und er sagt, einen Moment, bleib ruhig, hol meine Flinte. Sagt er, lass dir Zeit, ich habe 2 Runden Vorsprung. Freunde, verrückt, was? Freunde, bis zur zweiten Halbzeit sage ich jetzt ganz kurz, vaya con Dios, geh mit uns und denkt immer daran, was der Sonnenschein für die Blumen sind, lachende Gesichter für die Menschheit. Dankeschön. Danke.
Freunde, hinter jeder sittlich ernstzunehmenden Theologie, Philosophie, Anthropologie und Soziologie verbirgt sich unausgesprochen die eine große Fragestellung: Warum ist es am Rhein so schön? Ich wollte versuchen, am Anfang ein wenig Kunst zu machen. Aber ich freue mich natürlich, dass ihr seid die von vorhin, nicht? Alle noch da seid. Deshalb, ja, das ist immer ein Risiko. Ich trete normalerweise nur auf Schiffen auf, da können die Leute nicht weglaufen. Und, Freunde, einige wissen, ich habe es auch hin und wieder angedeutet in persönlichen Gesprächen, ich wollte an sich in der letzten Zeit häufiger mal in die Politik wechseln, aber ich habe das jetzt doch etwas zurückgestellt. Ich kann mich immer noch selbst ernähren und obwohl ich mich manchmal selbst frage, ob ich mir das Leben, was ich führe, überhaupt noch leisten kann. Man hat ja in vielen Untersuchungen herausgefunden, gut aussehende Menschen verdienen mehr Geld. Nicht? Dabei frage ich mich natürlich, warum ist Bill Gates der reichste Mann der Welt und warum kriegt Rudolf Schabing keine Sozialhilfe? Nicht? Also, nicht? Nicht? Vielen Leuten geht der Rudi sowieso mit seiner Kluckigkeit echt ein bisschen auf die Nüsse. Der macht ständig was, aber das selten. Nicht? Und Rudi hat mal in einer Talkshow gesagt, also das habe ich nie vergessen, hat er mal gesagt, ein Glas, das zu 2/3 voll ist, ist auch zu 2/3 leer. Er war dabei zu 6/5 voll. Also und Rudi Rudolf Schabing, immer noch im Gespräch, der hat ja auch ein ganz, ganz schweres Schicksal hinter sich, nicht? Als Kind ist er mal von Trecker gelaufen, nicht? Beim Schweinerennen ist er von der Sau gefallen, nicht? Beim Jauchetauchen hat er zu lange die Luft angehalten. Rudi ist immer ein Thema wert, mal kurz über ihn zu sprechen. Dabei haben die Engländer jetzt herausgefunden, Michael Schumacher, den haben sie zur Schlaftablette des Jahres gewählt, unseren Schumi, nicht? Die Engländer kennen also Rudolf Schabing noch nicht. Nicht? Und Rudi hat ja auch eine entzückende kleine Tochter, die ruft mal aus dem Badezimmer: Mami, Mami, wo ist der Waschlappen? Das ist jetzt der schon seit 3 Stunden im Büro. Also und ja, nein. Rudi ist ja vorzeitig neulich von der Geschäftsreise zurückgekommen, du überrascht deine Frau mit dem SPD-Pressesprecher im Bett, du. Und sagt er: Verdammt, was ist hier los? Sagt sie: Er arbeitet deine Rückstände auf. Und Rudi, du. Rudi schreibt ja jetzt ein neues Buch, also Mein Leben auf der Standspur. Und er will ja dann anschließen. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gelesen habt, er will anschließend zur FDP wechseln, die brauchen ja jeden. Und die FDP ist ja auch die einzige Partei, die es schafft, zu zweit oder zu dritt Politik zu machen. Und die FDP, ja, die steht ja immer noch geschlossen hinter Kinkel. Also das wird die kürzeste Polonaise der Welt. Also das ist das, ja, das, ne? Ihr kennt ja den, ne? Unterschied zwischen einem Manta und der FDP, nicht? Ne? Der Manta hat 4 Sitze und nach der Bundestagswahl, da sagt der eine zu seinem Nachbarn: Was hast du gewählt? Sagt er: FDP. Ach, sagt er, du warst das? Nicht, das ist ja. Sagt er: Ja, hab die gewählt. Die FDP ist die Partei der Besserverdienenden. Und ich habe wirklich etwas Besseres verdient, sagt er. Das ist ja. Ach, Freunde, es gibt ja Leute, die sagen, Politiker sind wie Zwiebeln, nicht? Man pellt die Schale ab, was übrig bleibt, ist zum Heulen. Also es ist wirklich, es ist, nicht? Andere sagen wieder, Politiker leiden an Fresssucht oder Diätenanpassung, nennt man das ja auch, nicht? Die können vorne noch so viel reinschlingen, hinten kommt nichts Vernünftiges raus, weißt du, das ist, Politiker sind ein Thema, du, nicht? Und werf zum Beispiel einen Politiker ins Wasser, nicht? Zuerst schwimmt er, weil er hohl ist, nicht? Und dann geht er unter, weil er doch nicht ganz dicht ist, nicht? Also das ist, nicht? Also, oder denkt an unseren Kanzler Helmut. Helmut kommt ins Parlament und fragt Weigel: Wie lange redet der Lafontaine schon? 10 Minuten. Und worüber? Das hat er nicht gesagt. Also das ist, ne? Weigel und der Finanzminister. Ihr kennt doch Weigel. Hier, Tim. Ne? Du, der ist aber ein richtiges Arbeitstier, du. Wenn der nachts so mit seiner Irene im Bett liegt, dann murmelt er immer: Import, Export, Import, Export, du. Ja.
Politiker lernt man auch nicht durch ihre Reden kennen, sondern durch ihre Ausreden. Und von La Fontaine stammt ja auch zum Beispiel der Spruch, weg mit den Strebern, freie Sicht auf die Versager. Und der hat ja mal, ja, ne? Ja, La Fontaine wurde mal von einem Journalisten gefragt, Herr La Fontaine, was würden Sie lieber aufgeben? Den Wein oder die Frauen? Also das kommt ganz auf den Jahrgang an, hat er gesagt. Nicht? Und La Fontaine hat doch mal bei der Bild-Zeitung angerufen und hat sich beschwert. Sie haben geschrieben, ich sei ein Lügner und ein miese Geschäftemacher. Sagt der Journalist, das kann überhaupt nicht sein. Wir drucken nur Neuigkeiten. Ne? Oskar? So, unser quäliger Zwerchnase da aus dem Saarland, der sieht ja immer so aus, wie formuliert man das, wie so ein glatt rasierter Vierkantschlüssel. Also, Oskar hat sich ja mal aber ganz schön einen flotten Abend gemacht, du, mit seiner Blondie da, du, einen schönen gemütlichen Abend. Du, die haben da gesessen, so mit fettfreien Chips, alkoholfreiem Bier, bisschen Sex aus dem Internet. Und da hat er plötzlich gesagt, Blondie, schieb mal schnell eine Flasche Bier rüber. Sagt sie, fehlt da nicht ein Wort mit Doppel-T? Aber flott! Es ist ja... Ja? Ah ja, das sind ja die kleinen Geschichten von Oskar, du. Nach der Hochzeit, das ist noch eine alte Geschichte, du, da hat er seine aber in sein Haus getragen, über die Schwelle getragen, wie man das so macht, du, im Flur, da zeigt er die Ecke und sagt, und hier stehen morgens und mittags und abends meine Pantoffeln. Egal, ob ich da bin oder nicht. Er trägt sie in die Küche und sagt, und hier morgens, mittags und abends mein Essen. Egal, ob ich da bin oder nicht. Sie trägt ihn ins Schlafzimmer, zeigt aufs Bett und sagt, und hier geht's morgens und mittags rund. Egal, ob du da bist oder nicht. Ne? Nein, Oskar. So. Oskar hat ja bei einer stillen Stunde... Oskar hat mal in einer stillen Stunde gesagt, wenn ich gewusst hätte, dass er überall passt, hätte ich nie geheiratet, hat er gesagt, nicht? Und kommt er. Kommt er neulich nach Hause und sagt, Muschi, Liebling, Schätzchen, sagt sie, oh, wie lieb von dir. Halt's Maul, ich spreche mit der Katze. Sagt sie, Liebling, was hat dich am meisten an mir fasziniert, als du mich geheiratet hast? War es meine Intelligenz oder meine natürliche Schönheit? Sagt er, das muss wohl dein Sinn für Humor gewesen sein. Oskar ist mal morgens um 5 auf die Yacht gegangen, du. Als er bei seinem Hochsitz ankommt, fängt es an zu regnen, zu stürmen. Der packt alles wieder ein, sein Gewehr und alles, was dazugehört, nicht? Kehrt wieder um, zu Hause zieht er sich aus, legt sich zu seiner Frau ins Bett. Im Halbdusel murmelt sie, oh, wie ist das Wetter draußen? Sagt sie, es stürmt und regnet, sagt er, schlimm. Sagt sie, und mein Alter ist auf die Yacht gegangen. Freunde, ihr seht an diesen kleinen Geschichten, Politiker sind Menschen wie du und ich. Und wenn die Regierung zurücktritt, was heißt es denn? Hm? Alle Einwegflaschen wurden vernichtet. Hm? Und je ernster Politiker sich nehmen, desto komischer wirken sie ja manchmal. Ihr kennt doch, also denkt an unsere Familienministerin, die Witwe Nolte, die unsere Claudia. Claudia wurde bei einem Interview gefragt, kennen Sie Hertha Däubler-Gmelin? Ja, sagt sie gesagt, alle drei. Also die ist ja... Ja. Claudia. Oder denkt noch, sie ist im Moment nicht mehr im Amt. Aber die hat ja auch bei ihrem Abtritt da unheimlich geweint. Wir haben beim Antritt geweint damals. Das war diese Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger. Die war der Regierung auch zu kostspielig, du. Die war teuer. Wenn man die angerufen hat, du, die hat einen Hörer aufgenommen, war man schon 3 Einheiten los. Also, oder kennt ihr, das sind alles, ich greife mal so Leute raus, die so im Leben stehen, so, oder kennt ihr die alles Schwarzer? Noch alles Schwarzer, die immer so aussieht, so wie Inge Meisel nach der Kartoffeldiät. Also die, ja,
als hätte sie zu viel Klerasil getrunken. Also sie hat ja auch Zähne, so Zähne wie ein Jägerzaun, weil so halslos, halslos birnförmiger Körper. Also beim, ach, diese ewig, beim Betriebskegeln ist sie immer die Kugel und durch, aber die ist ja, die ist durch und durch Feministin. Also ja, im Restaurant sagt ihr, Herr Ober, bitte eine Salzstreuerin. Also die ist ja nicht. Die hat ja mal. Feministin. Die hat ja mal gesagt, das unsicherste Verhütungsmittel ist die Glücksspirale, hat sie gesagt. Das ist alles Schwarze. Nicht Männer, sagt sie, sind wie der Mond. Mal nehmen sie zu, mal nehmen sie ab, alle vier Wochen sind sie voll, nicht? Und wir als Frauen, sagt sie, wir brauchen nur drei Tiere zum Leben. Nicht? Wir brauchen drei Tiere zum Leben, ein Nerz zum Anziehen, einen Jaguar zum Fahren und einen alten Esel, der das alles bezahlt. Und das ist, ja, sie ist ja. Sie ist eine echte Feministin, du. Sie neulich rein in so eine Buchhandlung und sagt, ich hätte gern das Buch Die Frau als Herrscherin über den Mann. Na, sagt der Verkäufer, dann gucken Sie mal das Science Fiction. Sie war mal Zeugin in einem Prozess, du. Fragt der Richter, waren Sie schon mal verheiratet? Ja, sagt sie, zweimal. Und wie alt sind Sie? 30. Auch zweimal? Du, sie hat mal eines Tages ihre Haushälterin entlassen, du. Du, und Minna verlässt das Haus und wirft da so nebenbei dem Hund nochmal so 10 Mark zu. Fragt Alice, was soll denn der Quatsch? Ja, hat er sich verdient, er hat jeden Tag ihre Teller abgeleckt. Das muss ein Hausstand sein, du. Hat Norbert Blüm sie mal gefragt, entschuldigen Sie, Frau Schwarzer, ist Ihre Tochter noch Frauenrechtlerin? Nein, sie hat geheiratet. Und na, die Guten kommen nie so an. Das ist. Apropos Blüm, Blüm ist ja am letzten heißen Sommer. Der Sommer war ja auch heiß. Oh, da ist Blüm immer hinter Helmut Kohl hergelaufen, um ein bisschen Schatten zu kriegen, weißt du. Der Blüm, ja. Nee? Da hat mal ein Kollege hat zu Blüm gesagt, Nobby, sag mal, man hat jetzt herausgefunden, dass es im Jahre 2036 kein Öl mehr geben wird. Sagt er, das machen Sie, ich fahr weiter meinen Diesel, du. Nobby ist ja, über Nobby kann man ja auch immer ein bisschen plaudern, du. Nobby ist ja so, wie sagt man, der Kampfdackel der CDU, unser Mini-Rambo aus Bonn. Also er hat ja damals, Nobby hat ja auch damals für die Schlümpfe Modell gestanden. Nobby, du, dann war, Nobby hat, bevor Nobby Politiker wurde, Norbert Blüm, du, ja. Nobby hatte alle Berufe durch, Lokführer bei Märklin war er mal, dann war er mal, ja, Norbert Blüm, du, dann war er mal das missglückte Versuchsobjekt bei Dr. Oetker, dass die Hefe nicht aufgegangen, weißt du, und da ist, ja, dann war er mal Dressman für Gummibärchen bei Haribo, also, er ist er dann. So, und beim Presseball in Bonn, beim letzten Presseball in Bonn, da hat er ja mit diesem sexy Girl getanzt, die aus Baywatch, kennt ihr die, diese Pamela Anderson, nicht, die mit den Glocken da, mit der hat er getanzt, du, und das sah aus von hinten, du, als hätte Nobby drei Köpfe, du, und weißt du, ja. Das war ein Tanz, du. Sie tanzte Tango, er Walzer, weißt du. Ja, er konnte nichts sehen und nichts hören. Nicht? Das ist natürlich klar. Freunde. Blüm, Freunde. Blüm ist ja auch der Minister, der einmal gesagt hat, eine gute Stellung ist besser als jede Arbeit. Und er sagt ja, er sagt immer so schön, heutzutage muss man die Leute motivieren. Anbrüllen allein bringt nichts mehr. Nicht? Und deshalb will Nobby ja auch die ganzen Beamten nach dem Leistungsprinzip besolden. Da wird natürlich eine unheimliche Armutswelle auf uns zurollen. Nicht? Und er will ja jetzt auch die 4-Tage-Woche für Beamte einführen. Der Beamtenbund ist dagegen. Die sagen natürlich, es ist den Beamten nicht zuzumuten, einen Tag länger zu arbeiten. Und unser guck mal. Unser, Freunde. Nicht? Unser Gesundheitsminister, der hat jetzt bekannt gegeben, habt ihr es mitgekriegt, die Kosten für Altenpflegerinnen werden gedrosselt. Aber da muss man genau hinhören, was er sagt.
Nicht die Kosten, nicht die Patienten. Verstehen Sie, was ich meine? Ne? Nach der Gesundheitsreform jetzt ist ja auch viel passiert. Mein Hals- und Nasen-Ohrenarzt, der verkauft jetzt gebrannte Mandeln. Also es nicht? Krankenhäuser werben mit dem Spruch, wir sterilisieren Ihren Mann, während Sie in Ruhe einkaufen. Nicht? Ja, das ist die Gesundheitsreform. Nicht? Politiker mit Leberschäden werden direkt im Plenarsaal operiert. Auch darüber kann man nachdenken. Kleinere Operationen werden vom Chefarzt ambulant auf dem Golfplatz aufgeführt. Statt Pflaster gibt es denn jetzt kleine Aufkleber von Adidas. Das ist alles die Gesundheitsreform. Und die EU hat ja jetzt beschlossen, wissen viele gar nicht, das Reinheitsgebot für Bier bleibt bestehen. Gott sei Dank. Nicht für die Gläser. Und das haben auch viele, es geht ja jetzt ewig durch die Presse, unsere Regierung will umziehen nach Berlin. Lambsdorff nimmt seine Krücke mit. Helmut Kohl nimmt alle Krücken mit. Und ein Journalist hat ja mal unseren Kanzler gefragt, Herr Bundeskanzler, was halten Sie für die größte wissenschaftliche Erfindung dieses Jahrhunderts? Sagt er, für mich ist es die Thermoskanne. Sagt er, warum? Herr Bundeskanzler, ich will es Ihnen erklären, im Sommer füllt meine Frau Hannelore Eistee in die Thermoskanne. Und nach Stunden ist immer noch kalt. Im Winter füllt sie schwarzen Tee in die Thermoskanne und nach Stunden ist der Tee immer noch heiß. Aber Bundeskanzler, so also nichts Besonderes. Sagt er, das finde ich aber schon. Woher weiß denn die Thermoskanne, wann Sommer und wann Winter ist? Helmut, du! Da fragt ein Journalist, Herr Bundeskanzler, glauben Sie, dass es auf dem Mond Leute gibt? Sagt er, natürlich. Da scheint doch jeden Abend Licht. Helmut war beim Arzt und sagt, Herr Doktor, mein Herz schlägt immer so unregelmäßig. Ach, sagt der Herr Bundeskanzler, sozusagen, Sie leben, brauchen sich keine Sorgen zu machen. Nee? Ich verschreibe Ihnen erstmal ein paar Schlammpackungen. Sagt der Herr Doktor, meinen Sie, das hilft? Nein, das nicht, aber Sie gewöhnen sich langsam an die Erdfeuchte. Seine Frau Hannelore, die hat ja gleich nach der Hochzeit, die Geschichte kennen viele gar nicht von unserem Kanzler, seine Frau Hannelore hat gleich nach der Hochzeit im Schlafzimmer eine große Kommode aufgestellt und hat gesagt, da darfst du niemals hineinsehen. 20 Jahre hat Helmut sich beherrscht. Eines Tages, da sehe ich seine Neugierde, er macht den Deckel auf und findet in der Truhe 15.000 Mark und 3 Eier. Sagt er, was hat das zu bedeuten? Ja, sagt sie, jedes Mal, wenn ich fremd gegangen bin, habe ich ein Ei in die Truhe gelegt. Na, so, 20 Jahren dreimal. Ich verzeihe dir, aber woher sind die 15.000 Mark? Ja, sagt sie, weißt du, jedes Mal, wenn die Truhe voll war, habe ich die Eier verkauft. Sagt der eine, du, ich bin jetzt Wärter einer Irrenanstalt. Neulich war Bundeskanzler Kohl bei uns zu Besuch. Alle haben gesungen, hoch lebe der Kanzler. Sagt er, hast du auch mitgesungen? Sagt er, nee, ich bin Wärter, ich bin doch nicht irre, Mensch. Ja, aber ihr seht daran, Freunde, Politiker sind ein herrliches Thema. Da kommt doch die Witwe von Willy Brandt in den Himmel und fragt Petrus, wo ist mein Mann, Willy Brandt? Sagt er, Willy Brandt haben wir hier auf dem Weise. Nee? Hat er irgendwelche besonderen Kennzeichen? Ja, kurz vor seinem Tode sagte er, dass er sich jedes Mal im Grab rumdrehen würde, wenn ich ihn betrüge. Ruft Petrus nach hinten, hol mal Wirbel, Willi. Freunde, ich muss mal tief Luft holen, mal einen Absatz machen, du. Freunde, lass uns mal wirklich, also das, was ist im letzten Jahr nicht alles passiert? Was haben uns die Medien nicht alles untergejubelt? Habt ihr das gelesen, diese Meldung? Immer mehr Spenderorgane kommen vom Schwein. Das liegt daran, dass immer mehr Schweine im Golf dicht auffahren. Vegetariern ist das egal. Die lassen sich Artischockenherzen einpflanzen. Ein Arzt hat zum Beispiel, habe ich auch in der Zeitung gelesen, ein Arzt hat jetzt festgestellt, der Melittermann hat krampfhaft vergrößerte Aromaporen.
Ihr müsst Zeitung lesen. Leitungswasser macht impotent. Habt ihr es nicht gelesen? Männer, was schließen wir daraus? Das Spülen den Frauen überlassen. Was hat uns das letzte Jahr alles gebracht? Scharping und Konstantin Wecker sind Freunde geworden. Nach dem Motto, alles Schnee von gestern. Über 80% der deutschen Frauen haben einen Stammfriseur, habe ich in der Zeitung gelesen. Die meisten davon lassen sich von ihm auch die Haare schneiden. Mogelpackungen sind verboten nach wie vor, Ausnahme der Wonderbra. Kanal, habt ihr das gelesen? Kanalarbeiter sind häufiger krank als andere, der häufigste Grund Verstopfung. Jeder 10. Patient, der zwischen Weihnachten und Neujahr ins Krankenhaus eingeliefert wird, hat zu viel gegessen. Nicht? Und jeder 2. Arzt, der ihn behandelt, hat zu viel gesoffen. Der Erfinder, habt ihr es gelesen, der Erfinder der Teflonpfanne ist gestorben. Die müssen jetzt ihren Werbeslogan ändern. Der alte hieß ja, nie mehr abkratzen. Hat jetzt auch im letzten Winter eine Verordnung herausgebracht. Wenn man einen Schneemann baut, darf man die Moorrübe nicht mehr unterhalb der Gürtellinie anbringen. Ich lese furchtbar viel aus der Zeitung raus. Den meisten Sex, habt ihr das gelesen, den meisten Sex gibt es in Schwerin. Sagt der Name schon. Ja, das sagt doch schon der Name. Schwerin, schwer raus. Nicht oder nicht? Ja. Den wenigsten Sex soll es geben in Frankfurt an der Oder, weil da nachts immer die Männer hinter der Gardine am Fenster stehen und gucken, ob ihr Auto noch da ist. Nicht? Und der Begriff, zum Beispiel habe ich auch aus der Zeitung, der Begriff Sternensinger, der kommt ja nicht aus den kirchlichen. Nicht? Wenn bei euch zum Beispiel zu Hause so Typen vor der Tür stehen in so verrückten Klamotten, nicht? Und die Geld haben wollen und auch noch singen. Dann ist es die Jakobs, ist das. Nicht? Also das ist, ja. Nicht? So hat sich, ja. Freunde, so hat sich aber auch an solchen Sachen merken, wie sich die Zeit geändert hat. Früher konnten 70% der Kinder Klimmzüge. Nicht? Heute können 90% der Kinder einen Lungenzug. Nicht? So hat sich alles geändert. Michael Schumacher hat jetzt Schuhe bekommen, die aussehen, als wären sie von der AOK bezahlt. Habt ihr das gelesen in der Zeitung? Diese, nicht? Aber sie sollen dafür sorgen, dass seine Füße nicht einschlafen beim... Nicht? Scharping hat schon nachgefragt, ob es auch als Pudelmütze gibt. Und die AEG, Freunde, nicht die. Ja, ihr müsst Zeitung lesen. Die AEG wird aufgelöst. Meine Waschmaschine hat das heute Morgen schon getan. Oder neulich in Hollywood habt ihr es gelesen. Da sind in einem Hotel die Leute nachts aus den Betten gesprungen. Die haben gedacht, es wäre ein Erdbeben. Irrtum. Elisabeth Taylor hat einen neuen Ehekandidaten getestet. Ja. Elisabeth Taylor, die badet neuerdings in Olivenöl. Verstehe ich überhaupt nicht. Meine Mutter hat Gurken immer in Essig eingelegt. Und Freunde, Meldung. Ja, ihr müsst, Kinder. Lest Zeitung. Habt ihr es gelesen? Clinton und Yeltsin haben jetzt eine Partnerschaft geschlossen. Der eine liebt die Weiber, der andere den Alkohol. Die verstehen sich, die beiden. Der Marlboro-Mann ist gestorben. Jetzt ist auch noch sein Pferd gestorben. Todesursache, passives Rauchen. Ja, ihr müsst Zeitung lesen. Es gibt jetzt Polizisten auf Fahrrädern. Habt ihr das gelesen? Die Wasserschutzpolizei wird mit Schwimmflügeln ausgerüstet jetzt. Was ich aus der Zeitung auslese. Der Papst hat die Pille erlaubt, habt ihr das gelesen? Ja, sie wiegt 2 Tonnen und wird immer vor die Schlafzimmertür geschoben. Und ja. Nein, der Mann ist auch in dem Alter. Hat sich auch schwer erkältet jetzt. Man fragt sich nur, auf welcher Rollbahn hat er sich angesteckt. Und der hat. Ja, der Papst. Man hat auch zum Beispiel festgestellt, Krähen sind so schlau wie Menschen der Steinzeit. Nicht? Und Spatzen sind so schlau wie Maren Gilzer. Ihr kennt auch Maren Gilzer, unsere Buchstaben, Lissi da.
aus dem Glücksrad da, die hat aber Angebote, die sollte mäßig hier beim Lotto, die Lottofee werden. Habt ihr das nicht gelesen? Ja, aber es wird natürlich etwas einfacher für sie gemacht. Nicht mal 6 aus 49, 3 aus 4. Ja, sie hat ja auch jetzt, und das ist erfreulich für ihre künstlerische Weiterbildung, sie hat jetzt eine Rolle angenommen, eine richtige Rolle im Traumschiff, ihre erste Sprechrolle. Sie spielt eine taubstumme Stewardess. Und ihr müsst mal solche Meldungen aus der Zeitung raussehen, dachte. Die nächsten 100 Folgen von Derrick, die sollen in Holland jetzt gedreht werden. Nicht, weil das Spiel von Horst Tappert so flach ist wie das Land, das Drehbuch so löcherig wie der Käse und die Tränensäcke so wässrig sind wie die holländischen Tomaten. Also, und ja, oder habt ihr zum Beispiel, wenn ihr am Leben teilnehmt, habt ihr mal im Fernsehen so gesehen, Damentennis? So beim Spiel von Anke Huber gegen Monika Seles, habt ihr mal gesehen? Da fragt man sich, ist das noch Tennis oder schon sexuelle Belästigung, nicht? Ist das nicht so? Ich denke manchmal so, du. Oh, die hatten ja beiden immer den Eindruck, als spielen sie mit dem Cup für den besten vorgetäuschten Orgasmus. Also, das ist ja... Freunde, ja, pass mal auf. Ja, entweder alle oder gar nicht. Ich meine, das hat ja auch keinen Zweck. Genügt. Heino macht Werbung jetzt für McDonald's. Zum ersten Mal ist die Werbung schlechter als das Produkt. Und, ja... Du hast im Fernsehen die Hochzeit von Michael Jackson gesehen? Also, dass die Ehe nicht gut gehen konnte, du, das war ja vorher zu sehen, nicht? Der hat nicht seine Lisa Marie Presley über die Schwelle getragen, den Liftboy hat er rübergetragen. Habt ihr das gesehen? Das war ja, da wird man nachdenklich, nicht? Nee, was man aus der Zeitung liest, du, der Chef von Aldi ist entführt worden hier in Hamburg, habt ihr gelesen? Lösegeldforderung, der Kidnapper, 2,99 Mark. In Afrika zum Beispiel, da ist ein Mann, der 27 Jahre stumm war, verprügelt worden. Und plötzlich konnte er wieder quasseln, wie ein Wasserfall, du. Nicht? Da fragt man sich natürlich, wie viel Haue hat die Schweinemagers wohl einstecken müssen. Das Telefon, Freunde. Ihr merkt daran, ich lese gern Zeitung. Das Telefon ist 120 Jahre alt geworden, wissen wir alle. Ich frage mich nur, was haben unsere Frauen vorher gemacht? Und das ist unsere verrückte Zeit. Freunde, die Mafia sucht neue Killer. Ich bin in der Zeitung gelesen. Da haben sich zwei vorgestellt, du. Sagt der Boss, was hast du denn verbrochen? Sagt er, ich habe mal ein Taxi in die Luft gejagt. 5 Tote. Du bist mein Mann. Ich habe noch eine Frage. Wie viele Buchstaben hat das Alphabet? Sagt er, 26. Du bist genau mein Mann. Der sagt zum Lesen, was hast du denn verbrochen? Sagt er, ich habe mal ein Kaufhaus in die Luft gejagt. 250 Tote. Du bist genau mein Mann, aber noch eine Frage, wie viele Buchstaben hat das ABC? Sagt er, 24. Sagt er, wieso nur 24? Ja, C und A gibt es nicht mehr. Und das sind so diese kleinen Geschichten aus dem Leben, nicht? Da sagt der Professor, Sie haben eine äußerst ansteckende Krankheit. Sie müssen ins Krankenhaus und da kriegen Sie nur Pizza und Pfannkuchen. Sagt er, werde ich davon wieder gesund? Nein, das nicht. Aber es ist das Einzige, was man unter der Tür durchschieben kann. Oder denkt an den Engländer, den Holländer aus Friesen. Die packen jeden Morgen ihr Frühstücksbrot aus. So, jeden Morgen haben sie dasselbe auf dem Brot. Der Engländer mehr Corned Beef, nicht der Holländer immer Käse, nicht der Ostfriese immer Marmelade. Nicht? Jeden Morgen dasselbe, du. Nach 3 Wochen beschließen die drei, du, morgen früh, wenn das wieder das Gleiche ist, du, wir haben das Gleiche auf unserem Butterbrot, du, das, oh, dann stürzen wir uns vom Gerüst, du. Nicht? Die packen wieder ihre Sachen aus morgens, du, der Engländer wieder, sagt wieder Corned Beef und springt in die Tiefe, du. Der Holländer sagt, oh, wieder Käse, du, nix als Käse, du, springt gleich hinterher, du. Der Ostfriese, der sagt, oh, wieder Marmelade, du, und springt auch noch hinterher, weißt du. Und bei der Beerdigung sagt die Frau von dem Ostfriesen für mich, ist die Tat meines Mannes vollkommen unerklärlich. Wissen Sie, er machte seine Frühstücksbrote immer selbst. So, Freunde, ich werde mich jetzt langsam zurückziehen. Und denkt daran, 30% der Deutschen werden auch diesmal wieder optimistisch ins neue Jahr gehen.
Die anderen erwarten Verwandtenbesuch. Und deshalb wünsche ich euch ganz kurz alles Gute und mir das Beste. Ich danke euch. Thank you.